Hey. Na los, ich hau ihn um. Alter Schwede. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen. Wie sie alle verrückt spielen. So, machen wir es erstmal wieder auf neutral. Zu meinem Let's Play Ark Aberration. Weiter geht's an dieser Stelle. Letzte Folge war, glaube ich, gewesen, da hatten wir noch ein bisschen mit dem Drachen rumprobiert. Da oben ist er, ich kann ihn ja mal eben... Ich würde ihn euch gerne zeigen, ich habe aber keinen Spike Class einstecken, sehe ich gerade. Aber ihr seht schon, ich habe ganz, ganz viel vorbereitet. Denn, da oben ist er auf jeden Fall, da seht ihr den Schwanz. Ich will euch mal ganz schnell was zeigen. Und zwar hat nämlich Bugs und Sidia, das ist schon irgendwie ein bisschen her, haben einen Sattel-Blueprint gefunden für den Drachen. Müsste irgendwo bei Bugs seiner Hütte sein. Moment, ich hoffe, ihn stört das nicht, wenn ich euch das mal ganz kurz zeige hier und jetzt in seiner Hütte rumrenne. Drake. Das ist es nicht. Moment, hat er das hier im Fabrikator drin? Jo. Und zwar dieses Blueprint, dieses wunderschöne, gute Stück, ist übelst heftig. Armor 115. Wenn man da vielleicht noch ein bisschen Crafting Quality selber skillt oder Crafting Skill, kann es auf jeden Fall einen übelsten Unterschied ausmachen, sodass der Drache dann vielleicht das Dreifache aushält oder so, ich weiß es nicht. So, und Metall haben wir auf jeden Fall genügend dafür. Hide kriegen wir irgendwie auch zusammen, Fiber sowieso kein Problem. Das größte Problem sind Red Gems, damit wir diesen Sattel machen können. Und das würde ich jetzt nämlich gerne mal machen. Und deswegen habe ich ganz viel Zeug dabei, damit wir jetzt gemeinsam quasi... in die Todeszone fliegen. Ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll. Ich finde Todeszone eigentlich relativ gut dafür, weil irgendwie ist es eine Todeszone. Und wir versuchen, zusammen mit dem Drachen rote Gems zu farmen. Der hat jetzt ungefähr 2000 Weight. Und ich würde den quasi immer vollladen. Und deswegen habe ich hier so ganz viel Zeug mit. Denn ich würde sehr, sehr gerne, da wo sie dir den Außenposten gebaut hat, einfach um nur mal sicher zu gehen, dass falls ich sterbe und so, dass ich ganz schnell mir wieder neues Zeug quasi im Außenposten holen kann. Das hauen wir alles rein, in Truhen und so weiter, was ich jetzt mit habe. Und dass ich schnell wieder zu dem Drachen komme. Das ist jetzt ein bisschen riskant, würde ich mal sagen, so ein ganz kleines bisschen. Aber ich werde mir sehr viel Mühe geben, ich habe jetzt alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die ich treffen kann. Ich habe auch drei Schlafsäcke mit und einige Betten und so, sodass wir da hoffentlich farmen können. Ich hoffe, dass es funktioniert, wir werden es sehen. So, auf jeden Fall hätte ich gerne die roten Gems, die brauchen wir so oder so noch einige. Und dann würde ich mir irgendwann gerne nämlich so einen Sattel machen. So, gut Leute, ich mache mal eben hier nach oben. Das Problem ist, irgendwie ist die Zipline-Verbindung weg, hier war mal eine gewesen. Dann machen wir euch ein bisschen hier rüber, würde ich vorschlagen. So, das ist also der Plan, ne? Das machen wir jetzt erstmal gemeinsam. Beziehungsweise wisst ihr, was ich mache? Ich mache, glaube ich, erstmal eine ordentliche Zipline-Verbindung. Von... da ganz oben nach unten, weil das ist irgendwie gerade nicht so cool, dass man hier, dass man hier irgendwie 20.000 Mal irgendwas anderes benutzen muss. Ach Leute, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich feier, ich sehe gerade, da ist eine Leiter, wartet mal, die können wir nämlich benutzen. Ich feier die Expansion immer mehr und immer mehr und immer mehr, es ist wirklich der Wahnsinn. Also desto mehr ich spiele, desto genialer finde ich das jetzt hier alles, ich finde das großartig. So, gut. Kann ich hier irgendwie nicht festtackern? Nee, kann ich nicht von der Leiter aus. Geht auch nicht. Okay, dann machen wir so hier. Übelst umständlich. Ich hatte eigentlich eine Zipline-Verbindung gesetzt, aber irgendwie ist sie nicht mehr da. Da ist man nämlich direkt hochgekommen. So. Den Rest muss ich jetzt einfach mal klettern. Also die Leiter, die bringt eigentlich gar nichts. Also man kommt irgendwie von der anderen Seite drauf. Aber ich weiß nicht, kann man denn... wenn man an der Leiter hängt, das irgendwie switchen oder so? Ich glaube eigentlich nicht. Auch wenn es cool aussieht. Aber wir wollen ja diesen ganzen Steingedöns hier, den Drachenstein, den wollen wir ja sowieso noch ein bisschen ausbauen. Das soll ja nicht so bleiben. So, gut. Was denn, ich habe schon wieder Lost oder was? Ah, es ist wegen der Rüstung, ey. Ein bisschen Rüstung muss ich aber eigentlich tragen. Wobei ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rote Gems farme, sollte ich wieder meine Hessard-Rüstung anziehen. Denke ich. Das könnte ich auch jetzt schon machen. Ja, das könnte man eigentlich jetzt schon mal machen. So. Übrigens, ich kann euch mal zeigen, wie ich den jetzt gelevelt habe.
Der ist nämlich mittlerweile schon Level 166, der war ja Level 114 gewesen. Das heißt, so viel Level wird er gar nicht mehr dazu bekommen. Der hat jetzt 11.600 Leben, 1.500 Stamina. Stamina ist ultra wichtig. Also am liebsten hätte ich noch mehr, aber ja, ich hätte auch von allem eigentlich mehr. Und 2.000 Vaid. Also ich habe mich bei Vaid wirklich zurückgehalten, was die Punkte angeht. Einfach damit ich den Rest ein bisschen skillen kann. Melee Damage habe ich jetzt gar nicht geskillt. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Leben und Stamina ist einfach wichtiger. Ja. Und da war ja auch nur in Anführungsstrichen 114 gewesen. Also wir müssen auf jeden Fall bald noch bessere Drachen besorgen. Und das ist ja meine Hoffnung, dass wenn wir den krassen Sattel für den machen, dass der vielleicht uns sogar dabei helfen könnte, an Eier ranzukommen. Müssen wir einfach mal schauen. Da müssen wir uns aber ganz langsam rantasten, weil es kann auch gut sein, dass es keine gute Idee ist, mit dem alleine, selbst mit gutem Sattel da runter zu gehen. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. So gut, ich mach mal ganz schnell hier eine Zipline-Verbindung. Ich muss mal gucken, wo ich die hinhaben will. Und ich hoffe, dass hier... Was ist denn das da unten? Ach, das ist ein Pilz, oder? Das sieht aus wie ein Riesenei. Guckt mal da bei Ryans Hütte neben dem Turm, das blaue. Sieht aus wie ein Riesenei. Oh nein. Keine Flügel mehr. Ich hab's aber überlebt mit 18 Leben. So gut, Leute, ich setz mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ganz alleine mit dem Drachen Rote Gems fahren gehe. Das kann ja nur gut gehen. Es kann ja nur gut gehen. Aber das macht man nicht alles für die Unterhaltung. So, also, bis gleich. So. Und jetzt machen wir einfach mal so hier. Der müsste aber eigentlich okay sein. Ja, das sieht gut aus. Nice. Ja, also wie gesagt, ich will ja sowieso, ne, hier überall noch eine Plattform haben, dann da will ich auch noch eine Plattform haben. Da müssen wir mal gucken, ob man die vielleicht sogar aneinander snappen kann. Das weiß ich alles nicht. Hab ich noch nicht ausprobiert. Dann will ich das irgendwie mit Treppen und Leitern verbinden, etc., etc. Das machen wir alles noch. Ich könnte mir vorstellen, dass die Serie noch eine ganze Weile geht. Wir haben ja sogar schon überlegt, ob wir irgendwann mal dabei, das habe ich nämlich noch nie gemacht, mit dem ganzen Fortschritt, den wir hier irgendwie erreichen, ob wir dann irgendwann auf Island rüber machen. Theoretisch würde das ja gehen, indem wir Server clustern. Um mal das Endgame, das Endhauptspiel da irgendwie mal abzuschließen. Wohlgemerkt natürlich erst, nachdem wir das hier abgeschlossen haben und so. Das würde aber wahrscheinlich mehrere Dutzend Folgen bedeuten und so. Mal gucken, das ist nur so eine Idee. Ob wir es machen, weiß ich noch nicht. So, gut, Leute. Der ist auch weitestgehend aufgeräumt, wollte ich sagen. Ein bisschen Zucker noch dabei, das kann man später immer noch machen. Ich fliege jetzt los. Und wir machen jetzt, wie gesagt, erstmal da, wo sie dir sein Außenposten ist, richten da alles ein, sodass ich da auch schnell respawnen kann, schnell wieder mit Ausrüstung und so am Start bin. Und ich werde mich auch nicht sehr weit davon entfernen. Ich hoffe einfach nur, dass da in der Nähe rote Gems sind. Muss man einfach mal gucken. Und vor allem werde ich jetzt auch mal, während ich da hinfliege, und auch so ein bisschen Ausschau halten nach Beacons. Denn wir brauchen unbedingt zum Beispiel eine Schrodi, können wir ein gutes Blueprint gebrauchen. Hier ist übrigens hier, wo es runtergeht. Zu der Zipline-Verbindung. Das kann ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Das sieht nämlich ziemlich cool aus eigentlich. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt gerade irgendwie? Hier ist so irgendwo leuchten oder so? Nicht wirklich, oder? Egal. Ich soll mich lieber darauf konzentrieren, dass ich... Habe ich eigentlich schon... Warte mal eben. Komm dich mal ran hier bitte. Ich will nochmal gucken, ob ich das Set komplett anhabe jetzt. Hätten wir. Ich bin gerade schon, man merkt das, sobald ich hier das Gebiet komme, ich bin immer ein bisschen nervöser. So. Also ich fühle mich da immer nicht ganz so wohl. Wobei ich mich jetzt schon relativ viel hier aufgehalten habe. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal weiterfliegen. Und wir müssen zu dem Wasserfall. Okay, ich gehe erstmal noch ein bisschen nach oben. Jetzt abspringen. Und fliegen. Ne. Nochmal. So, jetzt. Müchen zu dem Wasserfall, der müsste hier aber eigentlich irgendwo sein. Ich muss mich gerade echt orientieren. Ich glaube, da muss ich hin. Da, wo ich hingucke und da muss ich dann auch wieder hochklettern. Wir machen das mal eben. Ich meine, desto mehr ich mich hier verlaufe, so schlimm ist das auch wieder nicht. Irgendwann kriege ich ja hier eine Orientierung. Ich glaube, hier waren auch schon irgendwo Kristalle gewesen, rote. Ja, es ist sogar schon verstrahlt hier. Krass. Wir machen erstmal hier nach oben. Worauf ich auch übelst Bock hätte, wäre so einen Vogel zu tamen. Aber einen richtig hohen. Hier, diese Leuchtevögel, ne? So, hier gibt es auch einen Kylos. Und da hinten müsste sie das Außenposten sein.
Zumindest dahin gehen, da bin ich jetzt richtig gelaufen. Konnte ich mich jetzt schon mal relativ gut orientieren. Ja, da hinten ist der Außenposten. So, meine Hoffnung ist, weil hier geht das ja eigentlich schon los mit der Strahlung irgendwo. Wir müssen aufpassen vor den Spuckviechern. Meine Hoffnung ist, da ist ein Drake. Den könnten wir ja mal probieren eigentlich. Moment. Meine Hoffnung ist es hier. Ach, guck mal, da ist so ein Vogel. Dass hier überall Gems sind. Da müssen wir dann gleich mal gucken, welches Level ist denn der Vogel. Ich hätte ein Fernglas mitnehmen sollen, das wäre schlau gewesen. Der sieht übelst fett aus. 102! Ach komm. Ich hoffe, ich habe den Vogel jetzt nicht getroffen, das wäre ärgerlich. Ich muss aber mal gucken, der Drache verliert jetzt aber kein Leben an der Strahlung. Nein. Okay, weil ich war mit dem noch nie in der Strahlung gewesen bisher. Der scheint relativ low zu sein. Und ein Sieger kommt auch noch. Ja, wir killen mal hier alles. Mal gucken, wie ich klarkomme. Ich bin ja noch nicht weit weg von zu Hause. Also hier würde ich... Beziehungsweise ich sollte wirklich jetzt erstmal zum Außenposten und das alles ausstatten. Damit ich, falls ich jetzt so sterbe, schnell wieder herkomme. Aber guck mal, hier sind überall rote Kristalle. Hier, die Lila bringen auch rote Gems. Nice, so habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen auch mal gucken wegen dem Vogel, der war 102 gewesen. Und der sah übelst cool aus. Ich glaube, da vorne ist er. Da muss ich dann erstmal aufräumen. So, bevor ich das mache, werden wir jetzt erstmal den Außenposten ausstatten mit dem ganzen Zeug, was ich mitgenommen habe. Nee, einfach nur klettern. Einfach nur klettern. Rechte Maustaste. Ah, jetzt will er gerade irgendwie, ne? Jetzt vielleicht? Also, klettern ist aktiviert. Ja, dann ein bisschen Probleme. Okay, warum stellst du dich denn gerade so an, mein Bruder? Klettern. Irgendwie will er nicht, wie ich will gerade. Aber die Steuerung ist auch wirklich immens gewöhnungsbedürftig. So, mal sehen, ob er jetzt hier hochklettern will. Und ich habe jetzt wirklich schon einige Zeit, bin ich mit dem rumgerannt und so. Und habe mich eigentlich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber hin und wieder gibt es immer noch Probleme. Und der größte Nachteil bisher am Drachen ist, dass... man hin und wieder auch getroffen wird, wenn man selber drauf reitet. Und das könnte oft zum Nachteil werden, deswegen bin ich auch noch ein bisschen ängstlich gerade. Weil ich Angst habe, dass mich einer vom Drachen runterkillt, irgendein Vieh oder so. So, okay, machen wir es mal jetzt hier zum Außenposten. Wo lande ich den denn? Am liebsten da auf dem Dach hätte ich den gerne. Musst du hier irgendwie hier rauf? Ne? Ja, sieht gut aus. Jo, das habe ich mir jetzt vorgestellt. Okay, nice. So, hier lassen wir dich erstmal stehen. Okay, ich glaube, Ryan hat hier sogar schon ein bisschen weiter ausgebaut. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich meine, ihr könnt euch bestimmt erinnern, wo wir hier das erste Mal waren. Ich brauche mal einen Sound ein bisschen lauter, weil ich irgendwie viel zu leise alles. So höre ich nicht, wenn sich irgendwas anpirscht oder so. So, Betten sind sogar schon da, die sollten wir aber mal... sehr gut. Sind sogar schon benannt. Radiation Outpost. Okay, das muss ich mir merken. Das Miffy haben wir auch schon hier, was sehr, sehr günstig ist. Ich werde auf jeden Fall mal noch ein paar Truhen jetzt platzieren. Denn mein Plan ist jetzt nicht ständig hin und her zu fliegen, wenn ich jetzt rote Gems farme, sondern die hier erstmal zu lagern. Bis ich so 5000, 6000 habe oder so. Müssen wir einfach mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. Essen habe ich auch 50 Fleisch mit. Ich habe auch ein bisschen Wasser mit und so. Wir haben ja sogar hier eine Wasserverbindung. Wir haben hier eine Mühle gebaut. Okay, da bauen wir die Truhe hier mal so rein. Das Erdbeben nervt gerade ein bisschen beim Bauen. Aber egal. Und ich überlege auch gerade, wie ich den Drachen einstellen soll. Ob ich den auf passiv lasse oder auf neutral. Das Problem ist nämlich, wenn der irgendwie Aggro auf was hat, ist der relativ unkontrolliert und rennt sonst wohin. Ey, ich kann so nicht die Truhen ordentlich bauen. Ey, ich glaube, ich warte erstmal, bis das Erdbeben vorbei ist. Aber wir können ja hier schon mal Zeug reinhauen. An sich kann ich hier wirklich alles reinhauen. Ich muss nur aufpassen, weil sich das ja verbraucht über die Zeit. Ich könnte halt auch was in den Drachen reinhauen, das wäre vielleicht auch nicht so dumm. Dass ich erstmal ein Set hier habe und ein Set in den Drachen lege. Ich glaube, das wäre mir sogar ganz gut gefallen. Und dann kommen hier quasi überall die roten Gems rein. Ich hoffe, das geht jetzt alles gut.
Ja, das haben wir aber schon mal schöner gesehen, irgendwie. Ich kann auf alle zugreifen, so wie es aussieht. Okay, wunderbar. So, gut. Was wir hier mal noch reinhauen können gleich, wenn wir mal dabei sind. Das hier und ein bisschen Gasoline. Das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, vielleicht brauche ich es ja nicht und so. Und dann hätte man hier quasi ein komplettes Set, womit man auch ein bisschen was machen kann. Wobei mehr Kleinding-Picks cool wären. Aber das werden wir jetzt sowieso Step by Step machen. Dass wir uns jetzt hier weiter ausbauen. Und einfach was Dracheneier angeht und so. Aber wir müssen halt deswegen auch mal unbedingt ein bisschen aufrüsten. Also wir brauchen eigentlich mal ein gutes Blueprint für eine Schrotflinte oder so. Damit wir uns da einfach auch kampftechnisch vielleicht mal mit ein paar Drachen anlegen können da unten. Aber bislang haben wir da noch kein gutes Blueprint gefunden. So, ich würde das vielleicht sogar hier lassen, in der Null, falls ich jetzt hier so einen Vogel sehe. Der Rest ist okay. Würde ich sagen, wir ziehen los. Bei dir ist alles in Ordnung, ne? Bei dir ist alles super. So, Gewicht können wir dann später bei ihm immer noch loswerden. Oder wir können wenigstens mal... Wieso bewegst du dich? Den Spaß hier loswerden. Die Pfeile würde ich behalten. Bären können wir noch wegmachen. Chitin genauso. Das hier genauso. Der Rest wiegt jetzt alles nicht so viel. Das ist in Ordnung. So, und dann haben wir hier das Set jetzt rein. Linksjut habe ich schon dran, glaube ich. Linksjut habe ich dran. Okay, alles klar. Dann hat das eigentlich hin. Und eine hier die Metallpiken rein. Alles klar, Leute. Da bin ich jetzt immer sehr, 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 sehr gespannt. Und die Foundation will ich mal hier noch reinhauen. Einfach um zu gucken, ob ich die ja vielleicht auch irgendwie bauen kann oder so. Dann. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. So, dann fangen wir mal an. Das war Fail. Habe ich die Tür zugemacht? Bin mir gerade unsicher. Ich schaue nochmal nach, Leute. Es tut mir leid. Ich meine, da kommt jetzt eh nichts ran. Das passt schon. Ich glaube, ich habe die Tür zugemacht. Kennt ihr das? Das ist wie, wenn, weiß ich nicht. Hat sie Spaghetti gemacht oder so? Ich muss da mal zweimal gucken, ob Erdplatten jetzt aussehen oder nicht. Kann man ja voll den Tick von bekommen. So. So gut. Also, hier oben sind keine roten Kristalle. Zumindest sehe ich gerade keine. Machen wir jetzt runter. Und da hat man ja schon welche gesehen. Die Ravager greifen mich nicht an. Ne? Das ist angenehm. Greifen mich die Schlangen an? Nein, erst wenn ich absteigen würde. So, okay. Ja, dann landen wir einfach mal hier. Ne, einfach abspringen und landen. Nicht zu weit jetzt bitte. So. Bevor ich jetzt irgendwie absteige, würde ich vorschlagen. Übrigens, wir sollten mal das Licht ausmachen. Soll ich das Licht ausmachen? Also locke ich halt, wie gesagt, die Sieger an, wenn das an ist. Aber ansonsten kommt Nameless. Nee, ich lasse es an. Ich könnte es ausmachen, wenn Nameless da sind, anmachen. Dann machen wir einfach mehr Schaden. Das wäre auch eine Idee. So, ist jetzt hier irgendwas, was mich angreifen könnte? Der Maulwurf könnte mich angreifen. So, hier sind nämlich überall rote Kristalle. Ich fände es ja übelst geil, wenn ich ein paar Vögel für unsere Leute mitnehmen könnte auch. Das wäre toll. Nicht nur rote Kristalle. So, wir gucken erstmal, greift irgendwas an. Nein. Schlafsäcke könnte ich hier platzieren. Ich kann hier sogar... ich kann hier von welchem platzieren. Okay, ich platziere mal hier... Ja, ich weiß nicht, ich habe dann Angst, dass es nicht mehr respawnt. Ich platziere aber mal hier unten. Ey, dann könnte man sogar direkt da oben theoretisch hätte mal von welchen und Bett und Truhe und so machen können. Ich habe mir hier irgendwo, wo ich keinen Spawn wegmache. Hier, wo die Zipline ist am besten. Wo mal eine von welchen hin. Und ein Bett. Das finde ich schon mal ganz cool. So, rename. Nennen wir einfach mal... Machen wir mal Red Games 1. So. Dann das feiere ich halt so, ey, dass man das ganze Gebiet, was so extrem unwirklich ist und so weiter, dass man das immer mehr und immer mehr erschließt. Und darum finde ich das alles gerade super cool. Macht das so mega Spaß. Ist das ein Vogel oder ein Sieger? Ich glaube, das ist ein Sieger. Wir fangen jetzt einfach an. One-Hitten tut er mich jetzt auch nicht. Und das wäre halt auch geil, wenn wir mal Blueprints finden würden für die Hazard-Rüstung. Das wäre der Shit. Das wäre wirklich der Shit. Einfach, dass wir da ein bisschen aushalten. Ja, das ist ja eigentlich die größte Gefahr. So. Dann immer dran denken, das gleich rüber zu räumen. Steine hau ich weg. Kristalle hau ich auch weg, Leute. Wir wollen wirklich nur Red Gems farmen.
Und ja, keine Ahnung, das sollen jetzt so 5000 werden. Keine Sorge, ich mache jetzt keine 3 Folgen, wie ich Red Gems farme mit euch. Das ist jetzt einfach nur so ein bisschen einleiten und sollte irgendwas Interessantes passieren oder so, dann würde ich euch das dann jetzt halt zeigen. Weiß ich nicht, ob ich vielleicht einen Pitch mache oder so, aber vielleicht setze ich auch einfach Cuts oder so, keine Ahnung. Weil wir haben schon 160. Kann ich von dir aus eigentlich auch schießen? Ach, guck an. Das ist natürlich ziemlich nice. Ich meine, auch wenn hinten kann ja auch noch einer sitzen, ne? Theoretisch kann ja auch der eine steuern. Man muss halt mal ausprobieren. Also, weil meine Überlegung ist halt nur, ist man in der Lage, mit einem Drachen runterzugehen zu den Dracheneiern? Wenn der einiges aushält, der Drache. Und kann halbwegs safe die Gegner durch den Drachen töten. Sei es jetzt, indem man mit dem Drachen zuhaut, oder sei es, dass man einfach draufballert oder so. Würde ja gehen. Oder wird man, kriegt man Schaden, wenn man auf den Drachen drauf sitzt. Wenn man gegen Drachen kämpft. Das müsste man halt mal ausprobieren. Wisst ihr? Aber an sich könnte man noch einfach mal, das mache ich aber nicht alleine, mit einem Wingman da runter machen und einfach mal gegen ein paar Drachen kämpfen und einfach mal ausprobieren, ob die Schaden zufügen oder nicht, also auf den Piloten. Das könnte man ja einfach mal testen. Und sollte das irgendwie gehen, könnte man ja mit dem eigentlich dann schon Eier besorgen. Das würde ja dann vielleicht sogar relativ gut gehen, ich weiß es nicht. Weil unsere Kamikaze-Aktion, da mal da runter machen und so, das ist jetzt mal gut gegangen. Wir haben seitdem auch ein bisschen mal wieder probiert. Bisher ist es irgendwie immer schief gelaufen. Seitdem. Und man kann da, natürlich kann man das alles effektiver gestalten. Aber das wäre natürlich cool, wenn das irgendwie so ginge. So gut, Leute. Ich fahre jetzt erstmal Red Games, wie gesagt, ne? Wenn was Interessantes passiert, sehen wir uns wieder. Ja, und ich weiß, es ist unnötig, dass ich immer wieder alles reinhaue. Ich bin noch nicht, ich fühle mich ja noch nicht ganz so sicher. Eine Explorer-Note. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Ja, sieht aus wie so ein Tagebuch oder so, hä? Krass. Nice. Ich glaube, die haben die anderen Leute noch nicht. Das ist wahrscheinlich die erste Explorer-Note. Ne, wahrscheinlich die zweite, die die anderen Leute noch nicht haben. Die andere ist dann wahrscheinlich hier in diesem Skelett-Maul. Da unten habe ich auch zufällig eine entdeckt. Die hat, glaube ich, nur Ryan. Vielleicht Bugs hatte vielleicht auch noch, ich weiß es nicht. Jagt man nicht so einen Schreck ein, mein Guter. Das geht aber relativ gut. Wir haben schon 200, 300, 400, 500, 600 haben wir schon. Ja, also das wisst ihr ja mittlerweile. Wir spielen ja auf 5-fach Harvest. Ist jetzt nicht so over the top. Ich finde aber trotzdem, dass es dafür relativ schnell geht. Vorne ist ein Spino. Vorne sind definitiv auch wieder ganze Kristalle. Wir gucken erstmal in die Richtung, weil... Ja, ich habe zwar gesagt, ich will jetzt von dem Farm nicht so viel zeigen, aber ich bin angespannt. Und wenn ich angespannt bin und Spaß habe, dann ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass ich da doch noch ein bisschen mehr zeigen kann davon. Wobei das Gebiet noch so unfassbar unbekannt ist. Hier sind keine, wie es aussieht. Die Mauerwurf kann man jetzt erstmal da lassen, weil hier muss ich nicht absteigen. Da vorne sind Sieger, das sind Kanus. Hier sind welche. Okay, also muss ich hier die Viecher wahrscheinlich töten. Und ich muss immer meine Rüstung im Auge behalten, das ist vor allem wichtig. Hat schon 15% verloren, hier kommt Sieger. Trifft er mich? Krass, was die aushalten, ey. Ich weiß auch nicht, welches Level der ist gerade. Habe ich eine Rüstung verloren? Ich glaube, mich trifft er nicht, oder? Der trifft nur den Drachen. 48 war er nur. Ach, die bringen Öl? Und wie habe ich gerade Öl bekommen? Boah, da war 174 der Dammbiebel. Krass. Oh Mann, ey. Ich habe echt Angst. Was wir dann auf jeden Fall auch mal machen werden, ist hier ein bisschen rumfliegen und nach Beacons Ausschau halten. Weil hier muss es doch definitiv gelbe und rote Beacons geben. En masse. Da haben wir dann auch mal die Chance auf einen Schrotflinten-Blueprint oder so. Ha, hier sind richtig viele rote Games. Großartig. Ich werde ungefähr zurück machen, wenn meine Rüstung auf 30% ist und oder wenn der Drachen überladen ist, Leute. So machen wir das. Level up? Ja, ich hab Level up. Unglaublich. Ja, hier ohne Scheiß, ich glaube, ich skimme noch ein bisschen Fortitude.
will ich dann irgendwann auch mal, nicht immer, mir ist mal warm oder kalt oder so. Also jetzt ist es nicht so schlimm, das ist schon klar, aber immer wenn auch mit Chitin-Rüstung. Deswegen haben wir auch nie Flak an, weil Chitin, da ist es ja nicht so schlimm, wenn es heiß ist. Ja, das ist ein Spuckvieh. Das greift mich auch nicht an. Okay, das ist gut zu wissen. Solange ich auf dem drauf sitze, bin ich relativ safe, so was das angeht. Aber ich entferne mich auch gerade ganz schön. Die Viecher muss ich aufpassen. Ich habe nämlich Angst, dass die mich runtercrappen können. Okay, wir drehen mal um. Wir müssen da oben mal gucken. Vielleicht ist da noch was. Sieht nicht so aus, ne? Nee. So. Und da vorne können wir nochmal schauen. Die greifen mich alle nicht an, das ist super angenehm. Ja, hier ist alles voll, Leute. Wir sind bestimmt nochmal so 700, 800. Okay, also Kanu killen, ansonsten sehe ich hier nichts. Was leuchtet da? Okay, da gucken wir gleich mal zur Nähe. Guck mal, hier ist sogar eine Gaspipeline. Was ist denn das? Ach, guck an, hier gibt es Elementerz, Leute. Gut zu wissen. Ich dachte, das gibt es nur in der Außenwelt. Also bislang haben wir das nur in der Außenwelt entdeckt. Da, wo dann hier dieser Reaper oder so, wie er heißt, dann kam, wo wir wegrennen mussten, weil unsere Viecher zu lau waren. Sehr, sehr cool. Das finde ich ja nice. Ja, das nehmen wir auch mit auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob man das dann nur für Element braucht oder nur für andere Sachen. Aber reinstecken schadet auf jeden Fall nicht. Ich will unbedingt den Vogel, ey. Der muss hier irgendwo sein. Ich habe den vorhin auch so den angegriffen, glaube ich. Den roten Vogel. Der sah übel schick aus. Und 100, Level 100 ist schon ordentlich. Den kann man, hätte man auf jeden Fall mitnehmen können. Hätte ich auch gemacht. Aber den findet man ja noch. Vielleicht findet man ja noch einen anderen. Ich weiß es nicht. Würden sich bestimmt die Leute freuen, wenn ich sowas mitbringe. Ah.